Tag, ich bin Rita Toussaint. Das ist mein Kollege Peter Kiefer. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer Prüfung Start Deutsch 1. Diese Prüfung hat drei Teile. Im ersten Teil möchten wir uns etwas kennenlernen. Bitte erzählen Sie uns etwas über Ihre Person. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin Rita Toussaint und komme aus Deutschland. Ich wohne in München. Ich bin Lehrerin von Beruf und spreche Deutsch, Französisch und Englisch. Meine Hobbys: ich reise gern und ich gehe gern ins Theater. Und Sie? Als Hilfe liegt hier auf dem Tisch eine Liste mit Wörtern. Sie können diese Liste gerne benutzen. Beginnen Sie bitte. Ich heiße Ramesh Deka. Ich bin 2 und 3 Jahre alt. Ich komme aus Indien. Ich wohne in Assam. Ich spreche Assamisch, Hindi, Englisch, ein bisschen Deutsch und Japanisch. Ich bin Lehrer in Universität. Ich arbeite in Tezpur Universität. Meine Hobbys sind Musik hören und Violin spielen. Vielen Dank. Wie buchstabieren Sie Ihren Familiennamen? Da, I, Ka, A. Haben Sie auch eine Telefonnummer? Nein. Wenn Sie nach Indien telefonieren, wie ist die Nummer? 2 3 7 0 0 8. Vielen Dank. Und Sie bitte, wenn Sie sich vorstellen. Mein Name ist Ola Chrostowska. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Polen und ich spreche Englisch und Deutsch. Ich bin Studentin und mein Hobby ist Bücher lesen und tanzen. Haben Sie ein Telefon oder auch ein Mobiltelefon? Ja. 551 91 36. Und wie buchstabieren Sie Ihren Familiennamen? C-H-R-O-S-T-W-S-K-A. Vielen Dank. Und Sie? Mein Name ist Hu Lingling. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus China. Ich wohne in München. Ich spreche Chinesisch, Englisch und Deutsch. Ich bin Student. Mein Hobby ist Fußball spielen. Wie schreibt man Ihren Namen? H-U. Haben Sie ein Mobiltelefon? Ja. 1 3 4 2 1 4 7 8 0 1. Vielen Dank. Und Sie, wer sind Sie? Mein Name ist Mario Heinrichs. Ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Estland, aber ich wohne in Kanada. Ich spreche Estnisch und Englisch und ein bisschen Russisch, Schwedisch, Finnisch und ein bisschen Deutsch. Ich bin Lehrerin von Beruf. Ich unterrichte in der Grundschule. Mein Hobby ist Tanzen und Reisen. Buchstabieren Sie bitte Ihren Familiennamen. H-E-I-N-R-I-C-H-S. Wie ist die Postleitzahl? Kennen Sie die? In Deutschland? Ja. 8 2 3 9 3.
vielleicht. Gut, vielen Dank. Das war Teil 1 der Prüfung und jetzt kommen wir zu Teil 2. Sie möchten eine Information. Zu jedem Thema stellen Sie eine Frage und der Nächste antwortet. Unser erstes Thema heißt Essen und Trinken. Denken Sie an gutes Essen. Was essen Sie gerne? Was trinken Sie gerne? Dazu möchten Sie Informationen haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Auf dem Tisch liegen Karten. Ich nehme eine Karte. Hier steht Lieblingsessen. Was kann ich fragen? Zum Beispiel, was ist Ihr Lieblingsessen? Und was können Sie antworten? Zum Beispiel, haben Sie eine Idee? Pizza. Pizza, ja, zum Beispiel. Beginnen Sie bitte. Bier. Sie machen eine Frage und Ihre Partnerin antwortet. Trinken Sie gern Bier? Nein. Sie nehmen bitte eine Karte. Frühstück. Was isst du gern für Frühstück? Käse und Brot. Ja. Brot. Wie viel kostet das Brot? 2 Euro vielleicht. Ja. Sie ziehen bitte eine Karte. Fleisch. Essen Sie Fleisch? Nein. Vielen Dank. Unser zweites Thema heißt Einkaufen. Wir sind im Kaufhaus oder im Supermarkt und wir möchten einkaufen. Was können Sie fragen? Bitte beginnen Sie wieder und nehmen eine Karte. Käse. Und Sie fragen Ihre Partnerin? Was kostet ein Stück Käse? 2 Euro. Danke. Sie nehmen eine Karte. Obst. Isst du gern Obst? Nein, ich liebe Käse. Ja. Schuhe. Wie viel kostet die Schuhe? Ich denke 100 Euro. Oh, ist zu teuer. Brot. Wo kann man Brot kaufen? Im Supermarkt. Ja, vielen Dank. Wir kommen zum dritten Teil. Sie haben eine Bitte. Auf dem Tisch liegen wieder Karten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich nehme eine Karte. Hier ist ein Bild. Was kann ich sagen? Zum Beispiel, ein Glas Wasser bitte. Oder, könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Und was würden Sie antworten? Zum Beispiel, haben Sie eine Idee? Bitte. Ja, bitte oder, ja? Bitte. Bitte, ja, bitte oder... Nein. Ich habe keins. Ich habe keins, tut mir leid. Entschuldigung. Bitte? Entschuldigung. Entschuldigen Sie, ich habe auch keins. So zum Beispiel. Würden Sie bitte beginnen? Können Sie bitte einen Kugelschreiber geben? Ja, gern. Ziehen Sie eine Karte? Lesen Sie das Buch bitte. Tut mir leid.
Tut mir leid. Das ist zu schwierig vielleicht, oder? Das Buch. Das Buch ist Deutsch. Gut, ja. Sie nehmen eine Karte. Aha. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist 3 Uhr. Dankeschön. Bitteschön. Hören Sie diese Kassette bitte. Ja, bitte. Nehmen Sie die nächste Karte. Öffnen Sie die Fenster. Ja, gern. gibst Sie bitte die Tasche? Sie fragen ihn. Ah, Entschuldigung. Kein Problem. Gibst mir die Tasche bitte? Noch einmal. Bitte. Gibst mir die Tasche bitte? Okay. können Sie noch einmal antworten? Die Bitte war, geben Sie mir bitte die Tasche. Was antworten Sie? Okay, ist besser. Okay, gut. Ihre Frage? Okay. Bitte die Apfel essen. Danke, ich esse gerne Apfel. hier darf man nicht rauchen, bitte. Hier rauchen ist verboten. Vielen Dank. Das war Teil 3 und damit ist unsere Prüfung zu Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen. Das war interessant. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg weiterhin beim Deutschlernen. Danke. Danke. Danke.